Sie denken, Sie haben einen harten Job? Denkste, unser Reporter Haro Föhlgrabe hat für Sie mal die wirklich harten und ekligen Jobs ausprobiert. Als Muschelsammler in den USA, als Goldsucher in der Kanalisation in Kalkutta und als Entschleimer von Aalen in Amerika. Klingt spannend? Ist es auch. Sehen Sie selbst. Mission Wissen weltweit und die dreckigsten Jobs rund um den Erdball. Haro bei den Matschmuschelsammlern in Maine. Bei den Schleimaalfängern in Kalifornien. Das ist echt widerlich, als ob man in so ein benutztes Taschentuch reingreift. Und in der Kanalisation von Kalkutta auf Goldsuche. Das ist sozusagen mein erstes Gold aus Scheiße. Für den nächsten dreckigen Job macht sich Mission Wissen weltweit Reporter Haro auf an die Nordostküste der USA. In den Bundesstaat Maine, nach Freeport. Der Bundesstaat Maine ist bekannt für seinen Fischreichtum, aber es gibt hier auch noch eine ganz andere Spezialität, nämlich Muscheln. Und um an die ranzukommen, muss man sich richtig dreckig machen. Er wird Haro dabei helfen, Walter Chauffin. Er ist einer von rund 50 Muschelsammlern in der Stadt. Hallo, Walter. Hi, Harold. Hi, Haro. Grüß dich. Nice to meet you. Dich kennenzulernen. Einfach rein, oder? Die Ebbe hat eingesetzt und wir sind startklar. Im Bundesstaat Maine arbeiten ca. 2000 Männer als Muschelsammler. Vor 40 Jahren waren es fast dreimal so viele. Wie lange macht ihr das denn schon? Ich bin jetzt schon seit 25 Jahren dabei. Und auch die anderen Jungs hier arbeiten jeden Tag. Außer vielleicht wenige Wochen im Winter, wenn das Wasser zufriert. Noch tuckern sie gemütlich auf ihrem Boot. Aber was Haro gleich erwartet, ist ein ziemlich schmutziger und anstrengender Job. Deshalb heißt es, Gummistiefel und Schutzhandschuhe anziehen. So, Haro, spring runter, schmeiß den Anker ins Wasser und los geht's. Schon die ersten Meter bereiten Haro Schwierigkeiten. Haro, wenn du feststeckst, dann heb die Füße hoch. Heb sie hoch und dreh deine Fußgelenke. Und halt immer dein Gleichgewicht. Boah, das ist ja nicht nur schleimig, dreckig, sondern auch total anstrengend, alleine dahin zu kommen. Walter hat eine gute Stelle zum Graben ausgemacht und zeigt Haro, wie es weitergeht. Du musst den Schlick langsam hochrollen. Du musst versuchen, unter die Muscheln zu graben, dann kommst du leichter an sie ran. Die Miesmuscheln brauchen Wasser zum Überleben. Das Watt bietet einen guten Nährboden. Es dauert nicht lang, bis Haro eine findet. Kannst weitermachen, die sieht wirklich gut aus. Juhu! Meine erste! Okay, weiter geht's. Haro wühlt knietief im Schlick. Allerdings muss er vorsichtig sein, denn beschädigte Muscheln können sie nicht verkaufen. Da, die spritzen mit Wasser. Schwarzes Gold, so nennt Walter die Miesmuscheln. Die gelten in der Gegend nämlich als Delikatesse. Für einen Sack Muscheln bekommt er $25. An einem guten Tag schafft er um die 10 Säcke. Im Sommer, wenn viele Touristen da sind, kann er sogar den doppelten Preis verlangen. Kann ich kaputt machen? Ja! Ist das eine Arbeit? Ich bin komplett vollgesaut. Das ist so schmutzig, so dreckig, so schleimig. Aber irgendwie, wenn man es dann geschafft hat, einen so einen Sack voll zu kriegen, beziehungsweise einen Eimer, bei mir zumindest, dann ist man auch stolz wie sonst was. Haro hat den Männern Glück gebracht. Fast alle haben heute 10 Säcke voll. Das ist ein Spitzentagesverdienst von $250. Der nächste dreckige Job bringt Haro an seine Grenzen. Dafür reist der Mission Wissen weltweit Reporter nach Kalkutta, Indien. 4,5 Millionen Menschen leben hier, die meisten davon in Schmutz und Gestank. Kalkutta gilt als eine der schmutzigsten Städte der Welt. Hier in Kalkutta gibt es einen Arbeitsplatz, der ist eng, dunkel und stinkt bestialisch. Das ist die Kanalisation. Im Juwelierviertel, wo die Reichen Goldschmuck einkaufen, findet Haro den Goldsucher Shahrukh.
In der Scheiße der Großstadt schürft er nach Goldstaub. Wie lange machst du das schon? Seit ich 8 bin. Es ist sehr anstrengend. Ich zeig's dir. Aber wir müssen warten, bis es Nacht ist. Weil sich tagsüber die Goldpartikel ansammeln, ist nachts am meisten zu holen. Neben den Juweliergeschäften arbeiten die Goldschmiede. Beim Schleifen und Saubermachen spülen sie mikroskopisch kleine Goldteilchen in die Kanalisation. Was da alles lauert, Bakterien, Viren, Parasiten, da kann man sich Cholera holen, Hepatitis, Typhus, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und weil ich das wirklich nicht riskieren will, ziehe ich mir erstmal einen Schutzanzug an und dann gehe ich da runter. Trotz speziellen Anzugs, ein Restrisiko bleibt für Haro. Von hier rein. Steig hier mit dem Fuß hin. Stütz dich hier an den Rändern ab. Oh Gott. Ah. Okay. Ja. Faulende Abwässer bilden giftige Gase, die Haro das Atmen schwer machen. Dazu kommen Dunkelheit und Hitze. Aber er muss runter, denn hier im Schlamm wartet das Gold. Hier sind ja nur Steine. Charuk! Probier es weiter vorne. Und weiter rechts. Ja, hier ist was. Ach du meine Güte. Oh, ist das übel. Und irgendwie läuft mir das Zeug doch irgendwie in die Handschuhe rein. Die Goldsucher bleiben maximal 15 Minuten in der Kanalisation. Ach, ist das widerlich. Auch Haro hält es trotz Schutzanzug nicht länger aus. Ach, halt! Die indischen Goldsucher holen bis zu 100 Kilogramm Dreck pro Nacht aus dem Schlamm. Für Haro eine der widerlichsten Erfahrungen seines Lebens. Sag mal, da unten, ohne Scheiß, das hat so gestunken, dass meine Augen tränen. Geht das dir nicht so? Am Anfang, da ging es mir ähnlich, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Am nächsten Morgen geht es weiter mit dem zweiten Arbeitsschritt. Und der ist nicht weniger eklig. Das, was aussieht wie ein überdimensionales Klo, ist der Goldwäscheraum. Sei vorsichtig mit dem Wasser. Nicht zu viel davon, sonst verlierst du das Gold. Und jetzt zerkleinern. Ein Goldwäscher schwenkt und siebt den Matsch in Wasser. Weil Gold extrem schwer ist, lagert es sich nach und nach unten ab. Schau, bei mir sieht man schon Goldstaub. Das ist sozusagen mein erstes Gold aus Scheiße. Beim letzten und gefährlichsten Arbeitsschritt trennen die Goldwäscher den Goldstaub mit hochgiftigen Chemikalien. Oh, was ist das? What is this? Was ist das? Das ist Salpetersäure. Der Goldsucher puncht ohne Schutzkleidung mit der hochgiftigen Salpetersäure und Quecksilber. Ich fasse es nicht. Der macht da echt mit der bloßen Hand Quecksilber, Säure und vermischt das. Gelangt Quecksilber nur durch eine minimale Verletzung an der Hand in den Körper, kann es schwere Vergiftungen auslösen. Aber es kommt auch über die Atemwege in den Körper. Husten, Nieren- und Leberschäden. Kaum ein Goldsucher wird älter als 50 Jahre. Quecksilber bindet das Gold und es entsteht Amalgam. Charuk erhitzt diese Verbindung. Wenn das Quecksilber verdampft, bleibt Gold übrig. Schau, unser Sona. Gold. Das ist das Gold. Sona. Ja, das ist Gold. Nicht ganz reines Gold, aber Gold. Sofort verkaufen sie es an einen Händler. Die Beute ist klein, 0,22 Gramm. Danke. Boah. Also, wenn man sich vorstellt, was das für ein harter Drecksjob ist. Den Abend verbringt man in der Kanalisation, greift Scheiße raus, dann geht man alle einzelnen Schritte des Rauswaschens bis hin zum Extrahieren mit irgendwelchen Chemikalien und dann hat man 300 Rupies, das sind ungefähr 5 Euro. Also so einen dreckigen Job habe ich echt noch nie gemacht. Goldsucher in der Kanalisation von Kalkutta.
Doch Harrows Mission auf der Suche nach den dreckigsten Jobs ist noch nicht zu Ende. In den USA erwartet ihn eine äußerst schleimige Aufgabe. In Fields Landing an der Westküste muss Harrow einen wirklich widerlichen Job ausüben: Aale entschleimen. Ich werde jetzt gleich hinaus aufs Meer fahren und dort den Job des Schleimaalfängers erledigen. Wie hart und wie schwer dieser Job sein wird, das werde ich erleben. Dafür geht's an Bord der Molly Ann. Die Verantwortung für Schiff und Besatzung trägt Kapitän Joel Hughes. Hey Joel! Hallo Harrow, grüß dich. Ich habe gehört, du willst Schleimaale fangen gehen. Ja, genau. Na dann, willkommen an Bord auf unserer Molly Ann. Ich hoffe, du bist bereit, richtig schmutzig und vollgeschleimt zu werden. Das ist ein super dreckiger Job. Okay, ich bin bereit. Die erste Aufgabe, Köder vorbereiten. Schleimaale ernähren sich im Meer vor allem von Aas. Deshalb stehen auf dem Speiseplan klein gehäckselte Sardinen. 2 Stunden lang heißt es erstmal Sardinenbröckchen schaufeln. Das ist mal dreckig und vor allem stinkt. Schnell hat Harrow die simple, aber effektive Fangtechnik verstanden. Im Eimer sind Löcher. So kann der Sardinengeruch nach außen strömen und die Aale anlocken. Und das funktioniert ganz gut, denn Aale sind ziemlich verfressen. An der Boje entlang sinken die Eimer nach unten. 110 Meter Richtung Meeresgrund. Dort liegt ein Anker, an dem ein waagerechtes Seil mit den Fangeimern befestigt ist. Die Aale schwimmen durch eine Reuse im Deckel hinein. Einmal drin kommen sie nicht mehr heraus. Etwa 4 Stunden bleiben die Eimer im Meer. Dann zieht die Crew sie wieder hoch. Eigentlich passen in einen Eimer über 100 Aale hinein. Aber nichts drin. Bis auf ein paar wenige. Also, das sind die Schleimaale. Ein schlechter Fang. Ihren Namen verdanken die Schleimaale ihrer speziellen Fähigkeit. Fühlen sie sich bedroht, können sie in Sekunden Schleim aus Körperdrüsen fressen. Das Problem? Bei zu viel Schleim im Becken ersticken sie daran. Wichtig ist, dass die Aale lebend ankommen. Deshalb muss Harrow sie jetzt entschleimen. Boah, das ist echt widerlich, als ob man in so ein benutztes Taschentuch reingreift. Alles wie so Nasenschleim. Boah, das ist aber wirklich hier alles voll. Boah. Der nächste Fang muss besser werden. Ansonsten verdient die gesamte Crew nichts. Denn den Schleimaalfängern bleiben nur 50% des Gewinns. Die anderen 50% müssen sie an den Bootsbesitzer abtreten. Jetzt ist was drin, das sieht gut aus. Ja, schau dir das an. Ja, das sieht gut aus, so muss es sein. Ja! Die Schleimaale werden nach Südkorea weiterverkauft. Dort sind sie eine echte Delikatesse. Boah, ist das anstrengend. Ich hab schon kein Gefühl mehr in den Fingern. Die Eimer sind richtig randvoll mit den Schleimaalen. Ja. Bis zu 40 Dollar verlangen Fischhändler in Südkorea für 1 Kilogramm Schleimaale. Von den Schleimaalfängern hat tatsächlich noch kein einziger probiert, wie die glitschigen Meeresbewohner wohl schmecken. Die Ausbeute von dieser Fahrt, ungefähr 3000 Kilo Schleimaale. Ich fühle mich wie durch den Fleischwolf gedreht. Ich bin völlig fertig. Ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt richtig eine gute Portion Ruhe. Aber das war mal ein richtig krasser, dreckiger, harter Job. Und eine Portion Ruhe hat Harrow sich nach dieser anstrengenden Reise wirklich verdient.